Wie viele funktionierende Rasierklingen hast du schon weggeworfen, weil sie rostig geworden sind? Und wie viel Toilettenpapier hast du schon verschwendet, weil du es nicht besser wusstest? Keine Sorge, du kannst das ändern. Befolge einfach die Tipps, die ich dir gleich vorstelle. Angenommen, du kommst gerade aus dem Supermarkt. Die Tüten sind voll mit frischem Gemüse und gekühlten Produkten. Wenn du der Typ A bist, schaust du wahrscheinlich in deinen leeren Kühlschrank und fängst an, deine Einkäufe einzuräumen, ohne ein Ordnungssystem zu haben. Wenn du zu Typ B gehörst, überlegst du vielleicht, wie du deine Lebensmittel am besten einräumst. Aber egal welcher Typ du bist, ich wette, du lagerst einige Lebensmittel des täglichen Bedarfs falsch. Nehmen wir Eier. Wir kaufen sie schön verpackt in diesen kleinen Kartons, um sie dann eins nach dem anderen ins Eierfach in die Kühlschranktür zu legen. Aber hast du dich schon mal gefragt, ob das wirklich der beste Ort ist, um Eier aufzubewahren? Es ist nicht der idealste Ort für sie. Die Kühlschranktür ist einer der wärmsten Orte im Kühlschrank. Sie wird ja auch ständig aufgemacht, was die Qualität der Eier beeinträchtigt. Fachgremien für Lebensmittelsicherheit sagen, dass es eine richtige Reihenfolge für die Lagerung von Essen im Kühlschrank gibt. Wie du sicher weißt, spielt die Kühlung eine große Rolle, um Essen genießbar zu halten. Die erste Regel, um Essen frisch zu lagern, lautet: Überprüfe immer die Temperatur an dem Ort, wo du es lagerst. Die Temperatur im Inneren deiner Küchenschränke sollte zwischen 10 und 21 Grad Celsius sein. Im Kühlschrank sollte die Temperatur bei etwa 3 Grad Celsius liegen, aber im Gefrierschrank darf sie nicht über minus 18 Grad Celsius steigen. Deine Lebensmittel solltest du nach Kochtemperaturen aufbewahren, von der niedrigsten Temperatur in den oberen Fächern bis zur höchsten Kochtemperatur in den unteren. Essen, das wenig oder gar nicht gekocht werden muss, ist im ersten Kühlregal gut aufgehoben. Räume auch die restlichen Fächer nach Gartemperatur ein. In diesem Fall würden Eier in das dritte oder vierte Fach kommen, weil sie zwischen 63 und 68 Grad Celsius gekocht werden. Jetzt Brot. Wenn du ein Kohlenhydratesser bist, musstest du bestimmt schon einige Scheiben Brot wegschmeißen. Sie sind berüchtigt für ihr schnelles Verfallsdatum und die Schimmelpilzkolonien, die scheinbar aus dem Nichts auftauchen, wodurch das Brot in der Tonne landet. Hier die gute Nachricht. Es gibt eine Möglichkeit, dein Brot Wochen und sogar Monate lang frisch zu halten. Aber im Gegensatz zu Eiern und Milch ist der Kühlschrank nicht der richtige Ort dafür. Stattdessen trennst du die Brotscheiben und legst sie einzeln in eine Plastiktüte. Verschließe die Tüte und entferne die Luft aus dem Inneren. Versuche, die Tüte so luftleer wie möglich zu machen. Nur so ist eine sichere Aufbewahrung gewährleistet. Und dann legst du die luftdicht verschlossenen Plastikbeutel in den Gefrierschrank und fertig. Jetzt bleibt dein Brot bis zu 3 Monate lang frisch. Was ist mit Essiggurken und anderem Essen in Einmachgläsern? Um sie länger haltbar zu machen, brauchst du sie nur auf dem Kopf stehend lagern, denn das verhindert Schimmelbildung. Und ja, du kannst die Gläser auch in die Kühlschranktür stellen. Das ist kein Problem. Bevor wir die Küche verlassen, probiere noch Folgendes aus. Falls du eine neue antihaft beschichtete Pfanne kaufst, öle sie, bevor du etwas darin anbrätst. Zuerst brauchst du Öl. Reibe die Pfanne und den Rand damit ein und stelle sie für etwa 60 Sekunden auf den Herd. Lass sie richtig heiß werden. Dann nimmst du die Pfanne vom Herd und lässt sie abkühlen. Wische das überschüssige Öl raus und schon fertig. Warum soll man das machen? Pass auf, das Öl füllt alle kleinen Lücken und Poren in der Pfanne und glättet die Oberfläche. Du kannst die Pfanne jetzt hohen Temperaturen aussetzen, ohne dass die Beschichtung Schaden nimmt. Kommen wir jetzt zu den Badezimmerartikeln. Toilettenpapier ist mit Sicherheit einer der am meisten verschwendeten Haushaltsartikel. Selbst wenn uns das bewusst ist, tun wir nicht wirklich etwas, um das zu verhindern. Abgesehen von der klassischen nach vorne oder hinten Diskussion, gibt es noch eine andere Art, das Toilettenpapier richtig zu platzieren, an die die wenigsten denken. Für den Fall, dass du noch nie etwas davon gehört hast, in der Klopapierwissenschaft wird seit langem darüber diskutiert, ob die Rolle mit dem losen Ende nach vorne oder ob das lose Ende nach innen an die Wand kommt. Aber ich wette, du kennst die Antwort schon. Darf ich um Trommelwirbel bitten? Du machst es bestimmt selbst, das lose Ende kommt nach vorne. Der offensichtlichste Grund ist, dass man leichter ans lose Ende kommt. Aber auch das Risiko wird minimiert, dass Keime von der Wand aufs Klopapier überspringen. Und wie angekündigt, gibt es noch einen Trick beim Toilettenpapier. Wenn du die Rollen vor dem Aufhängen eindrückst, sparst du Toilettenpapier. Du musst sie richtig quetschen. Leg sie waagerecht hin und drück sie mit der Hand runter, bis die runde Rolle oval wird. Ja, du sollst dein Klopapier flach drücken. Und nein, ich habe jetzt nicht den Verstand verloren. Das ist schon vor langer Zeit passiert. Also warum das Klopapier flach drücken? Damit sich die Rolle nicht mehr so leicht drehen kann.
Wenn du sie in ihrer eher runden Form aufhängst, rollt sie sich leichter ab. Und wir, die Toilettenpapiernutzer, können es mühelos und unbegrenzt genießen. Je nachdem, wie stark du am losen Ende ziehst, bekommst du die doppelte oder dreifache Menge an Papier, also mehr, als du eigentlich brauchst. Ja, ich weiß, man könnte den Überschuss einfach zurückrollen, aber wer macht das schon? Und so verschwenden wir am Ende riesige Mengen Klopapier. Du verstehst, was ich meine, oder? Eine ovale Rolle lässt sich nicht so leicht abrollen, sondern nur über kontrolliertere Drehungen, was zur Folge hat, dass weniger Toilettenpapier verschwendet wird. Dann haben wir ja noch Rasierklingen. Gehörst du auch zu den Menschen, die ständig neue Rasierer kaufen, weil der letzte, den du vor 5 Tagen gekauft hast, durch die Feuchtigkeit im Bad schon rostig ist? Dann solltest du jetzt gut aufpassen. Generell kann man sagen, dass Rasierklingen keine so kurze Lebenserwartung haben. Sie können und sollten viel länger halten. Dazu müssen wir nur wissen, wie man sie richtig behandelt. Du musst kein Experte sein, um zu wissen, dass eine warme und feuchte Umgebung dem Metall von Rasierklingen nicht gut tut. Deshalb solltest du sie nach dem Gebrauch immer abtrocknen, besonders wenn du sie unter der Dusche benutzt hast. Dann solltest du sie an einem kühlen und trockenen Ort aufbewahren, vielleicht sogar außerhalb des Badezimmers. Glaub mir, so hält der Rasierer länger. Selbst wenn nur ein bisschen Rost auf der Klinge ist, kann der deine Haut schädigen und zu Bakterien- oder Pilzinfektionen führen. Deshalb ist es tabu, die Klinge mit dem Gesicht nach unten in einer Pfütze Duschwasser liegen zu lassen. Behalte das im Hinterkopf. Nach der wohltuenden Dusche gehen einige von uns ins Schlafzimmer. Kurz vor dem Schlafengehen zünden sie noch die ätherische Nachttischkerze an und genießen den angenehmen Duft von weißem Moschus und warmer Vanille. Falls deine Kerze ziemlich schnell abbrennt, probiere folgende Tricks aus. Sie wird bestimmt länger halten. Du kannst den Docht deiner Kerze etwas abschneiden und halte sie fern von Feuchtigkeit. Das garantiert, dass das Wachs deiner Kerze fest und gleichmäßig bleibt und langsamer runterbrennt. Ein kleiner Extra-Tipp zu Kerzen: Wirf die Gläser nicht weg, wenn die Kerze ausgebrannt ist. Du hast die Kerze bis zum Ende genossen. Wunderbar! Mit kochendem Wasser entfernst du die letzten Wachsreste, spülst das Glas mit Spülmittel und warmem Wasser aus und schon hast du ein neues Glas. Du kannst eine Sukkulente einpflanzen, Stifte reinstellen oder wofür auch immer du ein Glas brauchst. So einfach geht's. Kleine Änderungen der Gewohnheiten können in deinem Leben viel bewirken. Probiere sie unbedingt aus und lass uns in den Kommentaren wissen, welchen Tipp du sofort ausprobiert hast. Ich werde Kerzen aus Toilettenpapier machen. Mal sehen, wie das klappt.